Hallihallöle, hier bin ich wieder, eure liebe kleine Süße. Dodo! Und mit Herrn Meister Suppe und unserem Guybrush. Also beim letzten. Ach Quatsch. Beim letzten Mal haben wir mit dem gequatscht. Nämlich das. Das wird nicht passen. Das wird nicht passen. Wieso wird das nicht passen? Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Wieso nicht? Cool. Da, ich habe das Gesicht ausgeschnitten. Yippie. So, und das da dran halten. Du hast gerade den Spiegel geklaut, nicht wahr? Nein, habe ich nicht. Er ist da, sieh nur. Sieht aus, als hättest du recht. Oh, Junge, ich beginne alt auszusehen. Kommt von all dem Saufen. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Okay. So, Herr Meister Suppe. Lass mal reden. Verlorenen Ring von Big Whoop. Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Ministrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, wow. Am Abend vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Die Manche Arme. Sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, ja. Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Der ist echt fies. Rein hypothetisch, wie würde man in das Grab ihrer Tante kommen? Ich nehme an, dass sie sterben müssten. Oh, Mist. Tja. Erzählen Sie mir noch einmal die ganze Geschichte mit dem Ring. Der Verlobte meiner toten Großtante stahl den Diamanten und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den Verlobungsring bis zu dem Tag, an dem sie starb. Und sie liegt begraben in der Gruft der Familie Meistersuppe, gestorben an einem gebrochenen Herzen. Wie komme ich da hin? Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Na toll. Gab es? Ja, in einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte, zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Oh. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist. Wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Das ist echt gruselig. Naja, wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Oh, ich brauche noch etwas zu trinken. Nicht gut, nehme ich an. Sehen Sie sich um. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Nicht einmal die Kannibalen kommen her.
Mein einziger Stammkunde ist eine alte, unheimliche Wahrsagerin, die allen einen Schrecken einjagt. Oh. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, Madame Xima. Dein Erstgeborenes soll die Pocken kriegen. Ja. Schade. Oh, ich muss jetzt so. Was geschah, wenn sie vielleicht an... Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Hier ist ja wie ausgerottet. Jo. Okay, ich gehe dann ich mal. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Also ich glaube, mich entsinnen zu können, dass wir was von dem Käse brauchen. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Verdammt. Ich kann nicht das ganze Käserad aufnehmen. Ja, und wie nehme ich ein Stück? Ich kann den Messbecher nicht damit benutzen. Super. Geht doch. Weil wir brauchen nämlich den Käse. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Verdammt. Wir brauchen nämlich den Käse für später. Ja, für später. Irgendwas. Keine Ahnung. Ey, Alter. Lass mal den. Stimmt, den Käse brauche ich für den laktoseintoleranten Vulkan. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Neben etwas. Geben Sie mir etwas, was meine Nebenhöhlen freimacht. Ein Grog mit Menthol. Kommt sofort. Genau. Yippie. So, und wenn ich das benutze... Die Flasche ist verschlossen. Dann musst du sie öffnen. Verdammte Kindersicherung. Ich bekomme sie nicht auf. Echt jetzt? Mach mal auf. Die Flasche ist verschlossen. Die Flasche ist verschlossen. Okay, ich will doch keinen Drink. Komisch. Ah, wir sind einfach zu schwach. Vielleicht kann einer meiner Gang die aufmachen. Los, Haggis. Vielleicht kriegst du es hin. Tut mir einen Gefallen, öffne die Flasche. Die Flasche ist verschlossen. Och, will der mich verarschen? Das hat sie geöffnet. Oh mein Gott, ey. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? So. Jetzt müsste das gehen. Das macht den Drink umso ansprechender. Weil ich habe nämlich auch, also ich kam ja erstmal nicht mehr weiter. Ich habe das ein bisschen noch gespielt. Und dann kam ich erst die ganze Zeit nicht weiter, weil ich will ja unbedingt diesen dämlichen Ring. Und dann habe ich, ich gucke ja nicht die Lösung. Ich gucke mir so auch Let's Plays an. Ich gucke mir Let's Plays von anderen Leuten an. Ist das nicht cool? Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Yippie. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Bist du aber nicht. Okay.
Ja, auf jeden Fall habe ich beim Gronkh ein paar Let's Plays gesehen und weiß das auch so ungefähr. Komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Tja. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Und weiß dann ungefähr, wie es weitergeht. Alles ist bunt. Ups. Sagte also der Leichenbestatter, ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Bart. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. Jetzt sind wir tot. Ende. Ja, okay. Du hast 0 von 80 Punkten erreicht. Yippie. Gut, das war's dann wohl. Ich bin wirklich tot. Aber geil beschredet, ne? Ja, okay. Ah, ja, Cruise of Monkey Island, das war's dann wohl. Oh, hör auf damit. Mit dem Part und... Oh, okay. Es war's doch nicht. Ja, klar, wenn er redet und spricht und allem drum und dran. Weil das Zeug hat ihn nur K.O. gemacht. Und nicht to. Oh, wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Einen Moment mal, ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Ja. Das macht er sich so kirre. Voll gruselig, ey. Ich will hier raus. Lass mich raus. Ich kann es mit meinen Fingern nicht knacken. Ich will raus. Er ist verschlossen. Das macht einen voll gruselig. Boah, ich krieg voll den Schrecken, ey. Oh, oh, jetzt kommt irgendeine Leiche raus. Wow. Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Stan! Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Nein. Natürlich, Guybrush Threepwood. Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte... Nein, 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 ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige, menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben. Schießwütige Duellanten. Und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Der redet zu viel. Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Das ist eine lassen? Sehr gute Frage. Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch. Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an den Griff wackeln.
Oh mein Gott. Ist ja furchtbar. Wie lange war der da drin? Oh, cool. Es hat geklappt. Tschüss denn. Nicht fertig? Schade. Leute, ich lebe. Hallo Leute, ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den toten Typen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. Die sind sehr gesprächig. So, Stan, bist du fertig? Ah, er ist fertig. Stanny Boy, rede mit mir. Hat aber schnell gemacht. Ich würde mal sagen, der ist so ein bisschen hyperaktiv. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Yeah. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolice leisten kannst oder nicht, sondern ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolice leisten? Nun, wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll, wie viel du ausgeben willst, all diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken mit dem Seelenfrieden, das für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist, muss ich hier ein Geschäft führen. Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. Oh. Wie wäre es mit einem enormen, unverfluchten Diamanten? Wie wäre es damit? Hast du einen gewaltigen Diamanten, der nicht mit einem Fluch belegt ist? Okay, nein. Aber ich bin ungefähr so nah dran, einen zu bekommen. Ja. Nun, ich bin nahe daran zu glauben, dass du versuchst, meine Großzügigkeit auszunutzen. Nein. Vielleicht möchtest du mir ein ernsthaftes Angebot machen. Oh ja. Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Einzigartig. Ist das echtes Gold? Nee. Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. Yippie. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh. Puh, ist genau das richtige Wort dafür. Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Mal gucken. Ach, das kann ich gar nicht mitnehmen. Der Inhaber dieses Dokuments hat Anspruch auf die Summe von einer Menge Geld. Naja. Jetzt ist die Frage, was der Unterschied ist zwischen einer Menge Geld. Ich war tot und da war kein Ring. Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Verdammt. Ein Mitglied der Familie, was? Onkel Griswold, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist ihr Name? Ich bin... Matt mit Kartoffel. Matt mit Kartoffel? Ich bin von gutbürgerlicher Herkunft. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern.
Schütte. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Naja. Das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Wie komme ich denn da am besten rein? Ich kann das Türschloss damit nicht aufbrechen. Okay. Hiermit. Ich kann das Türschloss damit nicht aufbrechen. Ich will die aber aufbekommen. Sie ist verschlossen. Wieso? Ich möchte das nicht feststecken. Verdammt. Und wie kriege ich die dumme Tür auf? Naja, kein Plan. Kriegen wir den Vulkan zum Glühen? Ich benutze einfach etwas von dem Käse hier. Etwas? War ein bisschen mehr als etwas. Komisch. Ach Quatsch. Komme ich eigentlich da hoch? Kein Plan. Nehmen wir erstmal einen Vulkan zum Ausbrechen. Quatsch. Wie geht's? Wir sehen aber nicht so schlecht aus. Typi, ich muss durch. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch, mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Cool. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Na, hoffentlich. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Tot. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. Yippie! Ja, erstmal Marshmallows rösten. So, im nächsten Part geht's dann weiter. Dann lassen wir den Mount Carter, keine Ahnung, den Vulkan auf jeden Fall ausbrechen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Sagt dann mal hier, tschö mit Ö. Mit eurer lieben Kleinen. Tada!